hör zu. Ich weiß, du bist enttäuscht, aber ich habe mir das ganz genau überlegt. Was sollen wir denn mit noch einem Windmönch? Es ist bisher immer schiefgelaufen. Warum sagst du nicht einfach, wer du bist? Du wärst ein großartiger König. Och, woher willst du das wissen? Conroy hat immer gesagt, du bist nicht mal in der Lage, eine Ameisenfarm zu beaufsichtigen, ohne dass am zweiten Tag eine Meuterei ausbricht. Aber Conroy ist nicht mehr da. Hör zu, Flötennase. Ich weiß, er war so schrecklich gemein zu dir. Aber du musst seine Stimme aus deinem Kopf kriegen. Hör auf mich, du wärst ein großartiger Herrscher. Du bist mitfühlend und klug, auf deine Art und Weise. Und so unendlich geduldig. Ich weiß, du wärst perfekt. Warum kannst du das nicht sehen? Hör nicht auf sie. Hör auf mich. Ich bin dein Vater. Nein! Was? Laura, ich kann nicht. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass ich das nicht kann. Wenn wir den Windmönch erst gefunden haben, wird alles gut. Er ist sein Leben lang auf die Herrscherrolle vorbereitet worden. Und Emil glaubt an Windmönche. Wir haben bessere Chancen, wenn wir ihm so jemanden bringen, als wenn wir ihm eine Flötennase vorsetzen. Laura? Ist das ein Ja? Wir sind wieder Freunde, richtig? Was ist das hier? Wer auch immer du bist bei Mama Dola. Ich bin leider gerade beim Bingo, aber du kannst mir gerne eine Nachricht dalassen, wenn du dich dadurch besser fühlst. Mama Dola, out. Oh, das war die Frau aus meiner Vision. Sie hat mir gesagt, dass ich den letzten Windmönch finden muss. Die Bingo-Frau? Ernsthaft? War das derselbe Text oder hat sie deinen Namen eingefügt? Nein, sie wusste ganz genau Bescheid. Wir müssen sie finden. Wenn wir sie finden, dann finden wir auch den letzten Windmönch. Okay. Aber können wir uns vielleicht darauf einigen, dass wir, sagen wir als Plan B, den Basilen wieder zum Laufen bringen und Emil zeigen? Nur falls sich deine Bandansage als Sackgasse entpuppt. Du musst mir vertrauen. Du vertraust dir doch selber nicht. Wenn Emil dieses Metallmonster sieht, dann muss er die Wahrheit sehen. Okay, ihm scheint nur das Startmodul zu fehlen. Dann sollte der wieder schnurren wie eine Wollmaus im Mixer. Was für eine merkwürdige Apparatur. Da steht, Achtung, Ferngespräche. Oh nein, Ferngespräche! Was musste da nochmal rein? Laura kennt sich da besser aus. Wirklich interessant. Sehr einladend. Wo es da wohl hingeht? Hoffentlich in eine bessere Zukunft. Das würde sicher niemand vermissen. Hattest du vorhin nicht irgendwas von einem Kuss? Welcher Kuss? Och, nichts. Mein Moment wird kommen. Ein Büschel Haare ist lose. Nase. Ganz löchrig oder gestreift. Willkommen in Alt-Aspen. Wow, das ist das erste Mal, dass ich als Flötennase irgendwo willkommen bin. Alt-Aspen hat sich nie dafür interessiert, wer du bist. Ich mag diese Stadt. Ein Hort für Andersdenkende. Pfui.
Du warst schon mal hier? Ich lese Bücher. Du liest gern? Toll! Ja, das stand in Verschwörungen und Explosionen, Band 4. Wirklich interessant. Sie bewegt sich wie in Zeitlupe. Das könnte praktisch werden. Willkommen bei Bernies Bingo-Tempel. Klingt spaßig. Da geht's wohl zu Bernies Bingo-Tempel. Er umklammert die Flasche, als wäre sie ein alter Freund. Dieses Startmodul sieht unversehrt aus. Keiner hört ihm zu. Vielleicht müsste er einfach lauter sprechen. Die schlafenden Phosphors blockieren den Flusslauf. Es wird schon einen Grund geben, warum das hier ist. Das Symbol habe ich irgendwo schon mal gesehen. Tut uns wahnsinnig leid. Das Bingo-Pferdchen ist leider momentan außer Betrieb. Wir würden gerne am anderen Tag weitermachen, wenn das... Ich gehe hier nicht weg. Das erwähnten Sie bereits vor einer Stunde. Ja, ich schätze... Ich gewinne. Das dauert hier noch eine Weile. Sieht aus, als würde bei dem Spiel irgendwas fehlen. Ich muss irgendwie dafür sorgen, dass es weitergeht. Ich glaube nicht, dass sie da rauskommt, bis das Spiel vorbei ist. Es kann doch nicht so schwer sein, noch ein Bingo-Pferdchen aufzutreiben. Der Fluss teilt sich hier in zwei Arme. Keiner hört. Also, ich sage euch, die Basilen sind nicht echt. Conroy hat sie gebaut, um das Volk zu... Ach, mir hört ja eh keiner zu. Wir hören euch zu und würden euch gerne ein paar Fragen stellen. Das ist der schönste Tag meines Lebens. Ihr sagt also, die Basilen sind nicht echt? Ja, richtig. Also erstens ist es ja vollkommen offensichtlich. Meine Rede. Und zweitens? Es gibt kein zweitens. Oh. Ich schwöre, es sind Maschinen. Irgendwer hat sie gebaut. Ich habe sie abstürzen sehen. Aber niemand hört mir zu. Niemand außer ihr. Ich kenne das so gut. Ich habe schon gesagt, dass Conroy eine Verschwörung plant, als er gerade erst an die Macht gekommen ist. So offensichtlich. Endlich jemand, der mich versteht. Wenn uns doch nur alle zuhören würden. Basilen, die fliegenden Windgötter. Pft, dass überhaupt jemand darauf reinfällt. Ja, nicht wahr? So offensichtlich. Ich bin mal auf einem geritten. Ich weiß, ich war dabei. Was denkt ihr über die Flötennasen? Man sollte sie anbeten. Meine Theorie ist ja, und jetzt haltet mich bitte nicht für verrückt, dass sie den Wind entstehen lassen, indem sie ein Lied auf ihrer Nase spielen. Das stimmt. Das ist eine Tatsache. Ja, ich meine, das macht doch total Sinn. Also, die Instrumentennasen haben friedlich im Wald gelebt und den Wind gemacht. Dann hat Conroy sie entdeckt und versteinert. Dann hat er die Macht an sich gerissen. Aber wie? Was, wenn er ein Mitglied der Familie entführt hat, um sicherzustellen, dass der Wind weiterbläst? Ja, genau. Das ist genial. Es muss jemand sein, den er leicht unter Kontrolle haben könnte. Ein Kind. Genau.
Und er hat das Kind großgezogen und ihm eingeredet, dass etwas mit ihm nicht stimmt, um ihn gefangen zu halten. Ja, genau. Was, wenn das Kind ihn aber irgendwann durchschaut hat und loszog, um seine Familie zu finden? Und dann herausgefunden hat, was Conroy getan hat? Und dann seine Familie befreit und Conroy versteinert hat? Puh, wow! Das hat Spaß gemacht. Können wir bitte gehen? Was denkt ihr, wer der rechtmäßige Herrscher über Asposien ist? Laura, nicht! Also, wenn die Flötennasen wirklich den Wind machen, sind sie die rechtmäßigen Herrscher Asposiens. Also, falls sie einen, ich weiß nicht, König gehabt hätten? Und wenn der aber bei dem Überfall gestorben wäre? Dann wäre sein ältestes Kind, ja, das wäre der rechtmäßige Herrscher. König Schmönig, ich finde, das wird vollkommen überbewertet. Interessante Kassette. Was ist das? Oh, das. Das ist das Startmodul eines Basilen. Ich konnte es sicherstellen. Es ist der ultimative Beweis, dass die Basilen Maschinen und keine Götter sind. Ich weiß genau, dass die Leute mir glauben würden, wenn sie mir nur zuhören würden. Ich kenne das Problem. Aber dieses Startmodul ist genau das, was ich brauche, um Emil die Wahrheit zu beweisen. Ich würde ja nichts lieber tun, als euch zu helfen. Aber es ist mein einziger Beweis. Wie soll ich die Leute sonst dazu bringen, mir zuzuhören? Früher hatte ich eine Flüstertüte, eine richtige. Die Leute kamen in Scharen. Sie kamen alle, um euch zuzuhören? Ja, naja, viele kamen auch, um sich über mich lustig zu machen. Das macht wesentlich mehr Sinn. Banausen. Manche können die Wahrheit einfach nicht ertragen. Aber keine Sorge, wir verschaffen euch Gehör. Dann braucht ihr auch das Modul nicht mehr. Okay, wenn wir euch also eine Art Flüstertüte bringen, würdet ihr uns das Startmodul geben? Genau. Klingt nach einer Aufgabe für uns, Laura. Bis bald. Ja, ich bin den ganzen Tag hier. Ich möchte keinen Ärger. Hallo? Tut uns wahnsinnig leid. Ich gehe. Das wäre. Ich gehe. Sieht aus, als würde bei dem. Ich glaube. Es kann. Ein Windbrunnen. Schade, dass kein Wind mehr rauskommt. Aber es ist ja auch niemand mehr da, der ihn noch beschwören könnte. Du hast schon eine Ewigkeit nicht mehr das Windlied gespielt, Robert. Wenn wir irgendwo sicher sind, dann hier in Altaspen, mitten in den Bergen. Junge, ich warne dich. Keine Musik. Du hast recht. Es wird Zeit. Ein wenig Luft und Licht für Asposien. Das Mädchen hat keinen guten Einfluss auf dich. Ich verbiete dir, in sie verliebt zu sein. Ich lasse mir das Flöten nicht länger verbieten. Flötennase, alles klar bei dir? Was sind denn das für merkwürdige kleine Aussetzer, die du da hast? Gar nichts, nichts. Mir geht's gut. Pass auf. Ich mag es, wenn du das spielst. Wow, total schön. Was zur Hölle ist das denn? Oh, sieht aus wie eine große, strubbelige Wollmaus. Oh, wie hübsch.
Da steht, Achtung, extra starke Chili, nur für Erwachsene. Das kann man also gewinnen. Das Hufeisen sieht eher wie ein Magnet aus. Pandur, der alte Windmönch. Damals hatte er seine Brille noch und er sah wesentlich wütender aus. Das Pony sieht ziemlich mitgenommen aus. Ich bin doch hier. Es dreht sich ganz langsam. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich kann die Hauptstraße sehen. Geht ganz schön tief runter. Hallo, Herr Verkäufer. Herzlichen Glückwunsch. Du bist der 5. Kunde. Ist das euer Ernst? Oh, wow. Haben wir was gewonnen? Ja, ihr könnt kaufen, was ihr wollt. Juhu! Was habt ihr denn noch so im Angebot? Na, zum Beispiel diese Kiste hier. Wow! Du bist so leicht zu beeindrucken. Das ist ja noch nicht alles. Darin befindet sich die schärfste Chili der Welt. Nur für Erwachsene, wenn ihr versteht. Wir sind erwachsen. Er hat Asposien gerettet. Mit deiner Hilfe. Ich war im Gefängnis. Ja, schon ganz oft und immer zu Recht. Nein, ich bräuchte einen Nachweis. Was für einen Nachweis? Na, Sachen, die nur Erwachsene haben können. Wie zum Beispiel, ich weiß nicht, Stress, Steuerschulden, Alkohol. Oh nein, wo bekomme ich denn jetzt Steuerschulden her? Kann ich die Chili-Kiste haben? Dann beweist mir erstmal, dass ihr erwachsen genug seid. Oh, ihr habt auch Wundertüten. Was ist denn da drin? Flötennase, der Sinn einer Wundertüte ist, dass man nicht weiß, was drin ist. Wenn man ganz viel Glück hat, ist ein Hufeisen in der Tüte. Naja, unter uns gesagt, meistens sind Kleeblätter drin. Ich nenne es Wundern, ohne sich allzu sehr zu wundern. Das ist die unspannendste Wundertüte, von der ich jemals gehört habe. Ich find's super. Ich mag keine Überraschungen. Sucht euch einfach eine Wundertüte aus und lasst euch nicht allzu sehr überraschen. Und in den Wundertüten sind wirklich nur Kleeblätter? Naja, manchmal auch ein Hufeisen. Euch gehört also dieser Laden? Was verkauft ihr hier denn so? Ja, genau. Also die Wundertüten gehen am besten über die Theke. Ich habe auch viele Sachen selbst gemacht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die jemand haben will. Was denn zum Beispiel? Also, ich habe da dieses Mittel erfunden, das gegen alle möglichen Krankheiten hilft. Aber was soll man damit machen? Ich finde, das hört sich brillant an. Oder diese kleine Bürste hier, mit der man seine Zähne sauber machen kann. Haha, wer braucht denn sowas? Kein Asposer, den ich kenne. Naja, aber vielleicht würde das die meisten Zahnprobleme lösen. Oder ich habe ein System entwickelt, mit dem man sein Geld verwalten könnte. Ich nenne es Bank. Das ist genial. Niemand in Asposien kommt mit dem jetzigen System klar. Aber ich bin nur ein einfacher Verkäufer. Ich würde das mehr als Hobby bezeichnen. Und? Noch mehr brillante Ideen? Nun ja. Ich habe ein Gewächs entdeckt, das einen praktisch betrunken macht, ohne dass man trinken muss. Aber es ist nicht das Gleiche wie betrunken. Man ist eher hibbelig. Hört sich prima an. Kann ich das mal probieren? Robert, lass das lieber. Na gut, dann vielleicht ein andermal. Ja, wenn wir Asposien gerettet haben, nehmen wir so viel wir wollen. Das könnt ihr dann bei mir kaufen. Super, danke. Warum ist euer Laden denn hier oben? Hier kommen so wenige Leute hin. Eben. Ha, genau. Denk mal drüber nach. Niemand, der mir das Geschäft streitig macht. Kein anderer würde hier seinen Laden eröffnen. Das ist genial. Ach, Flötennase, ach, Verkäufer.
Manchmal denke ich, niemand kann Asposien vor sich selbst retten. Auf Wiedersehen. Beehrt uns bald wieder. Hallo, was machst du da? Genießt du die Aussicht? Robert, ich glaube, das Pferdchen will allein sein. Nein, ist schon okay. Gibt es da unten etwas, das du suchst? Meine Würde. Sie ist weg, wisst ihr? Ich war mal ein Bingo-Pferdchen, aber jetzt bin ich's nicht mehr. Ich sollte einfach da reinhopsen. Ach, du meine Güte! Realistisch betrachtet wirst du beim Aufschlag nicht sofort sterben, sondern dich wahrscheinlich nur sehr schwer verletzen. Außerdem sind andere vor dir auf dieselbe dämliche Idee gekommen. Also erwartet dich da unten keine Erlösung, sondern nur alte Knochen und Schmerzen. Okay. Wow, Laura, du solltest Seelsorgerin werden. Ja, ich weiß. Was ist denn ein Bingo-Pferdchen? Bingo ist das älteste Spiel der Welt. Dazu brauchst du Bälle und Pferdchen, die die Bälle treten, aber nur gut aussehende Pferdchen. Ich verstehe. Du bist zu hässlich. Der Ansager hat gesagt, ich sehe aus, als hätte ein Wulub eine Aubergine verprügelt. Außerdem habe ich meinen Ball verloren. Dann bin ich abgehauen. Oh Mann, an deiner Stelle wäre ich da schon längst runtergesprungen. Laura, ich finde, du bist wunderschön. Danke. Das hat mir noch keiner gesagt. Und du auch, Pferdchen. Okay. Warum denkst du denn, du wärst nicht hübsch genug? Oh, als Bingo-Pferdchen muss man wahnsinnig gut aussehen. So ganz unrealistisch. Und meine Mähne sieht angeblich aus, als hätte ich sie mit einem Ziegelstein gekämmt. Stimmt. Sie sieht schlimm aus. Laura! Ich kann mich gar nicht auf dein Gesicht konzentrieren. Laura, wir haben darüber geredet. Außerdem seht ihr ja, dass mir irgendwie das Einhorn abgebrochen ist. Und mein Glückshuf, mit dem ich die Bälle auf die Zahlenfelder getreten habe, ist abgewetzt. Und ich habe meinen Ball verloren. Sicher, dass das alles ist? Dein Fell sieht auch ziemlich... Laura! Kann es sein, dass diese ganze Bingo-Pferdchen-Sache ziemlicher Humbug ist? Humbug? Das sind die schönsten Ponys Asposiens. Es ist nur Bingo. Laura, was haben wir über anderer Leute Träume zerstören gesagt? Nicht machen. Also, was stimmt nicht mit dir? Naja, die anderen haben alle so Silbermähnen. Meine Mähne glänzt einfach nicht mehr. Was ist denn mit deinem Horn passiert? Oh, das ist der Grund, aus dem ich eigentlich hier bin. Jetzt bitte nicht so eine traurige Lebensgeschichte. Es war ein ganz normaler Tag. Mist. Und ich habe meinen Bingo-Ball getreten und die Leute waren total beeindruckt. Das war echt nicht meine Schuld. Da lag ganz plötzlich eine Bananenschale. Du bist ausgerutscht? Was? Nein, ich war abgelenkt und bin gegen die Wand gelaufen. Ich habe Angst vor Bananen. Du hast dir das Horn abgebrochen, weil du in eine Wand gerannt bist? Ja, blöde Wände. Ich habe auch Angst vor Wänden. Mit deinem Glückshuf scheint doch alles in Ordnung zu sein. Bäh, nein. Das sieht doch furchtbar abgewetzt aus. Ich habe so einen Tick, dass ich immer dran rumknabbern muss. Der Ansager hat auch gemeint, ich kann so nicht rumlaufen. Dann habe ich noch mehr geknabbert und dann bin ich abgehauen. Wenn das dein schlimmstes Problem ist, solltest du doch springen. Und wozu braucht man so einen Bingo-Ball? Also wir Pferdchen treten unsere Glücksbälle in die Zahlenfelder. Jedes hat seinen eigenen Bingo-Ball. Den zu verlieren ist, als würde man, naja, seinen Bingo-Ball verlieren. Wo hast du ihn denn zum letzten Mal gesehen? Mal überlegen. Also ich hatte ihn noch, bevor ich den Abhang runtergerollt bin. Danach war er weg.
und mein Fell sah so aus. Mir ist alles Mögliche drin hängen geblieben. Ich hatte sogar eine Wollmaus drin. Abhang? Warum hast du das gemacht? Die anderen Bingo-Pferdchen haben gesagt, ich trau mich nicht. Die haben hinterher dumm geguckt. Okay, tschüss. Nicht darunter springen, solange wir weg sind. Unsensibel. Du darfst dir das nicht übel nehmen. Sie ist innerlich tot. Ja, das stimmt.